David Beckham, 43, ist völlig aus dem Häuschen. Der Grund: England steht tatsächlich im WM-Achtelfinale. In einem Elfmeter-Krimi haben die Sri Lions 4:3 gegen Kolumbien gewonnen. Ein historischer Erfolg, denn das erste Mal seit mehr als 20 Jahren hat die englische Nationalmannschaft überhaupt wieder im Elfmeterschießen gewonnen und dieses Mal, als Krönung, sogar zum ersten Mal während einer Weltmeisterschaft. Kein Wunder, dass die englischen Fans Kopf stehen. Auch David Beckham ist WM-Fieber. Mit dem Emblem der englischen Nationalmannschaft auf der Brust und seinen Freunden feierte der 43-Jährige den unglaublichen Sieg. Dass sie weitergekommen sind, kann der Ex-Nationalspieler kaum fassen, jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Wo? Auf geht's England, postete er euphorisch auf Instagram. Dazu postet er ein Foto, das ihn inmitten von Freunden beim Jubeln zeigt. Am Samstag, 7. Juni, trifft die Mannschaft im Viertelfinale auf Schweden. Dann wird sich zeigen, ob für England der WM-Traum weitergeht. Eines steht fest: die Unterstützung von Ex-Profi-Kicker Beckham ist den WM-Jungs sicher.